Er hat nicht nur Tiere geschlachtet und deren Blut verschüttet. Das Leopold-Museum zeigt nun erstmals unbekannte Werke von Hermann Nitsch. Also Grafiken, Zeichnungen oder sogar Kompositionen. Und natürlich dürfen auch seine Schüttbilder nicht fehlen. Rot, das ist für den Wiener Aktionskünstler die intensivste Farbe, die Farbe von Leben und Tod. Hatte Hermann Nitsch früher noch richtige Farbe über die Bilder laufen lassen, ersetzt er sie nach und nach durch Blut. Die berühmten Schüttbilder, sie sind nur ein Teil des großen Ganzen in der Welt des Hermann Nitsch. Früher wollte ich halt überhaupt Kunst machen, habe begonnen mit Malerei, dann mit Poesie, mit Dichtung. Und Theater ist dann immer wichtiger geworden, die Musik immer wichtiger. Und so ist dann das Gesamtkunstwerk entstanden. Und so findet man hier neben frühen Skizzen, den sogenannten informellen Kritzeleien und Farbskalen, auch Musikpartituren, eigenwillig wie alles von Hermann Nitsch. Ich habe ein eigenes Partitursystem entwickelt, wo ich eben nur meine Musik ausdrücken kann. Herzstück der Ausstellung ist dieser Raum, ursprünglich entworfen für den italienischen Ort Arsolo 1973 im Auftrag des Kunstsammlers Francesco Conz. Seit über 20 Jahren ist diese Installation so nicht mehr zu sehen gewesen. Der Arsolo-Raum fungiert auch als Herzstück der Schau mit ganz besonderem Museumsbezug. Es gibt einen speziellen Hintergrund mit dem Leopold-Museum. Signora Conz hat einige Elemente dieses Arsolo-Raumes verkauft, eines der ganz frühen Schüttbilder. Und Conze hat dieses Werk in den späten 90er Jahren an Rudolf Leopold verkauft. Sehen wir hier hinter Ihnen? Es ist hier hinter uns. Was früher als Provokation verstanden worden ist, zählt heute zur weltweit anerkannten Kunst. Rund 300 Objekte sind in der Ausstellung zu sehen. Sie sollen systematisch alle Sinne ansprechen und geben Einblick in das gigantische Gesamtkunstwerk des Hermann Nitsch. Die Ausstellung Strukturen ist bis 30. Jänner im Leopold-Museum zu sehen. Die Wiener Filmpreise sind an die Männer gebracht worden. Für Michael und für die wahre Begebenheit. So kann ein Tierschützerprozess auch was Ausgezeichnetes sein. Gleich in Wien heute. Es wird wieder scharf geschossen auf der Foto- und Adventure-Messe am Wochenende. Wer gerne am Drücker ist, kommt hier auf seine Kosten. Die wiederum betragen 12 Euro. Schnitzler steht wieder hoch im Kurs, auch im neuen Theater Döbling. Die Seele ist ein weites Land, das manchmal schlicht in der Ehehölle mündet. Dem Ehepaar Hofreiter beim Scheitern zusehen ist ab 10 Euro möglich. 2000 Jahre Keramikkunst aus Vietnam ist derzeit im MAK zu sehen. Die einzigartige Ausstellung gibt Einblicke in die Bedeutung der Keramik für Vietnam als Nation. Tickets kosten 9,90 Euro.